Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Endlich sind die vier Könige da. Ups, jetzt wäre ich fast erschrocken. Die vier Könige sind down. Juhe. Lasst uns mit Kasi sprechen. What is it? I am your guardian. Yay. Go on. State your wish. Ich habe meinen eigenen Guardian. Und ich könnte die Menschlichkeit darbieten. Oder um... Haben wir den... ich habe den Eid doch noch gar nicht geleistet, oder? Ach so, ja doch, das geht. Also jetzt leisten wir einfach mal den Eid. Ah, ich habe den Eid bereits geleistet. Okay, ja doch, passt. Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein paar Tage her. ja, wir haben es endlich geschafft. Ich bin gerade neugierig, tut mir leid. Ich lebe noch. Ich werde nicht in den Abgrund gezogen. Yay, ich bin der Meister des Abgrunds. Na gut, Artorias ist der Meister des Abgrunds, aber trotzdem. Jetzt können wir nämlich endlich... Oh, ich weiß ganz genau, was wir uns von den Seelen kaufen werden, die wir von den vier Königen gekriegt haben. Wenn wir jetzt eh ins Dienstgebiet gehen, teleportieren wir uns doch erstmal zum Feuerbandschrein. Habe ich eigentlich schon erwähnt? Ah ja, ich habe am Ende der letzten Folge erwähnt, dass wir jetzt den DLC machen. Ihn zumindest angehen. Ich weiß nicht, ich... Falls ich mit ein bis zwei der Bossen ein Problem haben werde, werde ich vorher noch einen Gegenstand holen. Dafür müssen wir aber erst Zeus, den Schuppenlosen, besiegen. Mal gucken, wie es läuft. Ich meine, ich bin... Ich habe den DLC das erste Mal im New Game Plus 5 gemacht. Von dem her kann es natürlich sein, dass die Bosse hier ein bisschen weniger Schaden machen, als ich es jetzt vermute. Rast mir hier mal ganz kurz. Und ich werde auch ganz kurz mal zeigen, was wir jetzt gekriegt haben, dadurch, dass wir es geschafft haben, Beatrice mit in den Kampf zu nehmen. Aber erst wird eingekauft. Du da! Oh, hello. Ja, ich hab's... Ja, genau, Meister Logan. Der Zauber interessiert mich aber nicht, denn ich will diesen Ring. Den Ring, sie zu knechten oder vielmehr sie zu töten. Denn dieser Ring verstärkt Magieschaden. Und mit Magie macht das Kochen Spaß. Merkt man, dass ich heute besser drauf bin als in der letzten Aufnahme? Ich hoffe doch. Allein für die Blödsinn, den ich allein jetzt in den ersten zwei Minuten gelabert habe, dürfte das wohl hingehen. So. Was habe ich eigentlich momentan für Rüstungszeug an? Ach, deshalb bin ich so beweglich. Wie sieht's damit aus? Ging ja auch noch. Ich brauche ja eigentlich nur... Ja, aber gleich wird's knapp. Wobei, das sind eh die Steingamaschen. Wiegen die... Ding... Wo ist die... Ach, haben wir die Riesenstulpen noch gar nicht. Ist vielleicht auch besser so. Die wären wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Das ist schon zu viel. Dann bleiben wir erstmal bei diesem Set. Oder ja, ich denke doch. Ja, doch. Ja, doch. Es wäre übrigens, wäre hier mehr Magieabwehr gewesen. Für weniger Gewicht. Naja, die hauen ja nicht nur mit Magie zu. Egal. So, wir bereiten jetzt endlich den DLC vor. Aber erst zeige ich euch... Wie gehe ich da jetzt am blödsten? Um euch schnell zu zeigen, was wir jetzt von Beatrice Schönes bekommen. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich meine, es gibt jetzt zwei Wege. Das Tal der Drachen. Will ich jetzt echt durchs Tal der Drachen? Nee, wir kommen von der Schandstadt aus. Tochter des Chaos hier. Besuch mal einfach mal die Weiße Maid und ihren Diener. Ein Eid, den wir auch noch eingehen werden und mit viel Menschlichkeit versorgen, um einen Secret zu aktivieren. Einen geheimen Durchgang, den man nur mit diesem Eid bekommt. Aber das machen wir erst, wenn wir nach Isalith gehen. Ja, hallo Weiße Maid, hallo Typ. Ich darf auf keinen Fall vergessen, dass wir Kirk noch besiegen müssen. Ich neige immer dazu, die Bosse hier in Isalith zu töten, ohne die
also für diejenigen von euch, die es nicht wissen, man kann hier unten, ich glaube, ich habe es eh schon erwähnt ein paar Mal, man kann hier unten zweimal von Kirk, dem Phantom, das wir schon mal in den Untiefen, also in der Kanalisation bekämpft haben, invasiert werden und bekommt dann am Ende seine Rüstung, die ganz nice ist. Zumindest im PvP. Und ja, die würde ich schon gern haben. Das Problem ist nur, die kriegt man natürlich nicht, wenn man die Bosse killt, weil dann keine Phantome mehr invasieren, keine NPC-Phantome. Und ich neige immer ganz gern dazu, das zu vergessen und dann die Bosse umzuhauen. Und dann fällt mir, ups, da war doch noch so ein gewisser Dorniger her. Und ich will auf jeden Fall mehr Ausdauer. Wir werden jetzt ein bisschen mehr auf Ausdauer skillen, denn Magieschaden machen wir jetzt erstmal durch Ring und Krone mehr als genug. Und eventuell, falls es immer noch nicht reicht, können wir das immer noch, wenn wir Seas getötet haben, einmal hochpushen. Juhu, Gift. Wie habe ich dich vermisst, Schandstadt? Ich kann mich fast nicht erinnern, warum ich so lange nicht mehr hier war. Es könnte daran liegen, dass du ätzend bist. Habe ich den Ring noch nicht geholt? Den hole ich dann auch noch gleich. Ich glaube, wir machen in diesem Part erstmal ein bisschen Optionales. Noch so im Grunde wie im vorletzten Part. Aber wenn mir schon gerade auffällt, dass ich so ein paar Sachen übersehen habe, dann... Oder habe ich den vielleicht abgelegt? Wobei, warum sollte ich einen Ring ablegen? Ihr wisst sowieso gerade nicht... Ja gut, die von euch, die das Spiel kennen, die werden wahrscheinlich schon wissen, welchen Ring ich meine, wenn es mir beim verrosteten Eisenring einfällt. Naja, diejenigen, die Dark Souls nicht selbst gespielt haben, die tappen jetzt im Dunkeln. Tut mir leid für euch, müsst ihr selber spielen oder das LP weiterverfolgen. Nur um zu sehen, wie ich mir einen Ring hole, den ich eigentlich gar nicht so aktiv nutzen werde, weil es eher ein PvP-Ring ist und ich bin menschlich. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, falls ich invasiert werde. Wow. Ich meine, die Prinzessin von Anarlondo lebt ja noch. Das heißt, ich muss zumindest nicht befürchten, invasiert zu werden, ohne dass es mir das Spiel mitteilt. Trotzdem werde ich jetzt auch ungern normal invasiert werden. Weil es einfach ätzend wäre. Gut, wann... Besonders in der Schandstadt, aber wann ist invasiert werden schon mal nicht ätzend? Und wo renne ich eigentlich hin? Fall da nicht runter, Mann. Wir haben es gleich. Merkt man, dass ich schon eine ganze Weile nicht mehr Dark Souls gespielt habe? Ich hoffe, man merkt's nicht. Ich versuch's gerade so zu kaschieren, so ein bisschen. Am besten rede ich auch gar nicht drüber, dann fällt's euch bestimmt nicht auf. Hallo, du da. Zack. Hey, du bist ja inzwischen One-Hit. Das gefällt mir. So. Oh, es kann sich nur um Stunden handeln. Gleich sind wir da. Hoffe ich doch. Ja, doch. Ich würde sagen, und die dürften eigentlich jetzt auch ganz gut Schaden machen. Oh, mein Nubbel. Mein schöner Magienubbel. Hey du, stirb. Ja, doch, gefällt mir. Me likes. Und ich krieg ein Jaucheküchlein. Toll. Habe ich mir schon immer gewünscht. Ich muss auch unbedingt mal im LP nachgucken, was wir jetzt eigentlich schon alles bei Snuggly eingetauscht haben. Ich möchte euch ja auch noch genau erläutern, was ihr alles bei Snuggly bekommt und wie ihr es bekommt. Au! Oh! Ich sollte vielleicht auch hin und wieder mal auf meinen HP-Balken gucken. Wäre vielleicht eine Idee. Oh Gott, das war knapp. Wäre ich noch vergiftet gewesen, dann wäre ich jetzt tot. Naja.
Das war auf jeden Fall der letzte. Und jetzt holen wir uns endlich, weswegen uns... Ich meine, es, sie hat uns extrem viel Menschlichkeit gekostet, um einfach mal dazu sagen. Diese blöde Beatrice. Da hinten. Ich wollte es schon mal aufsammeln, bis mir dann klar geworden ist, du Idiot, das geht doch noch gar nicht. Du bist doch blöd im Kopf, bist du doch. Ah, und jetzt ist es endlich da und glaubt mir, es lohnt sich überhaupt nicht dafür, so viel Menschlichkeit herzugeben wie ich, aber ich zeig halt alles und so. Der Hexenhut, das Hexenzeug und Beatrice Beschleuniger und Beatrice Beschleuniger. Beatrice Beschleuniger. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Der ist absolut identisch mit dem Beschleuniger des Zauberers. Der Beschleuniger der abtrünnigen Hexe Beatrice, das Gegenstück zu den Beschleunigern von Winheim. Man sieht diesem alten Beschleuniger an, dass er für sehr alte Zaubereien genutzt wurde. Er wurde von Generation zu Generation weitergegeben, um bis hierher zu gelangen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der nichts Besonderes konnte. Toll. Ich meine, ich wusste, dass er schlechter ist als der Beschleuniger des Zauberers. Also ich dachte, er wäre schlechter. Ich dachte, mich da zu erinnern, aber... Exakt dieselben Werte? Das ist ja fast noch enttäuschender. Ja. Jetzt liegt sie da, die Beatrice. Nachdem wir sie auch ihrer Kleidung beraubt haben. Aber das ist ja jetzt auch egal. Du hast so viel Schaden angerichtet, du hast mir so viel Menschlichkeit gekostet, du hast es verdient, jetzt hier zu liegen. Beatrice. Ich bin übrigens blöd, warum bin ich diesen Riesen... Ich hätte hier über Neulondo gehen können, warum bin ich... Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Immerhin haben wir die Schandstadt mal wieder gesehen. War doch ein netter Ausflug. Nicht, dass ich die Schandstadt jemals vermisst hätte. Ich bin froh, dass wir da im Zuge des Let's Plays wahrscheinlich nur noch einmal kurz rein müssen, um in ein optionales Gebiet zu kommen. Naja, Neulondo dahingegen ist, oder? Lasst mich nichts Falsches erzählen. Ist Neulondo zu 100% abgeschlossen? Ist Neulondo komplett? Ich denke, wir haben alles, was man hier kriegen kann. Ja, doch, ich denke... Ich meine, wir müssen noch mal ein paar Mal in den Abgrund wegen Cassie und so, aber... Ansonsten... Mir fällt aber gerade auch ein, ich wollte doch noch was ganz Bestimmtes zeigen. Und zwar haben wir doch die Finsterhand von Cassie bekommen. Die übrigens... Seht euch diesen Block an. Seht es euch an! Ich glaube, ich nehme sie lieber mal in die Schildhand, um das auch mal zu verdeutlichen. Halt, das ist die Pyromantieflamme. Die ist zwar auch rot, aber das zählt nicht. So. Wir haben jetzt nämlich diesen undurchdringbaren Schild, den auch die, die Typen in Neulondo, diese finstere Handanhänger, haben. Und das Ding geht ab. Das muss man einfach sagen, vielleicht. Ich glaube, ich lasse sogar die finstere Hand jetzt als mein Schild da. Oder tue ich das? Tue ich das? Oder nehme ich weiter? Auf der anderen Seite habe ich natürlich hier meine Ausdauerregeneration. Ah, ist egal. Was soll's? Ich bin Magier. Ich brauche keine Ausdauerregeneration. Jetzt verscherzen wir es uns erstmal kurz mit Königssucher Fram. Hallo, du da. Ich habe dich das ganze LP über ignoriert. You could not be the chosen one. Enough. I shall slumber until I am awakened again. Ja, du wirst eine Weile warten müssen. Wir könnten jetzt übrigens da einfach runterhüpfen, dann würden wir auch zu der Stelle kommen, wo das Herrschergefäß eingesetzt wurde. Ja, aber vor allen Dingen... Moment, nein, eine Kleinigkeit haben wir noch. Ich werde jetzt schon mal die Finsterhand auf die Angriffshand nehmen. Das wird nämlich gleich lustig. Achso, nein, da bist du. Warst du nicht hier?